aber es ist so warm heute. Ja, wenn es so heiß ist, müsst ihr viel trinken. Hier, nehmt euch ein Glas und setzt euch mal hin. Ich fände es viel cooler, wenn wir einen Getränkeautomaten hätten, wo wir uns einfach schnell was holen könnten. Oh ja, so einen wie in der Schule. Ich glaube, so etwas hat niemand zu Hause. Schade. Da muss man sich sowas eben selbst bauen. Das kann ja nicht so schwer sein. Sollen wir es mal versuchen? Ja, komm mit in mein Zimmer. Also als erstes brauchen wir eine große Box, eine Kiste oder vielleicht einen Karton. Ja, aber ich will schon einen richtig großen Automaten. Da müssen ja auch viele Getränke hineinpassen. Ich habe da roten Bastelkarton, das sollte doch auch gehen. Ja, der ist gut. Wir brauchen ein Fach, wo die Flaschen herauskommen. Das schneiden wir hier unten hinein. Und ich klebe noch etwas dran, sodass die Flaschen da liegen bleiben. Cool, das wird toll. Wir brauchen noch Tasten, wo man das Getränk auswählen kann. Die kommen am besten hier auf diese Seite. Warte mal, ich habe da eine Idee. Vielleicht könnten wir diese flachen Bausteine als Tasten verwenden. Ja, die sehen dann richtig echt aus. Wir müssen nur noch verschiedene Getränke draufmalen. Was für Getränke soll es denn geben? Komm, wir schauen, was wir da haben. Also, hier ist Cola, Fanta, Sprite, Apfelsaft und Orangensaft. Und Wasser. Ganz schön viel. Das ist super, wir nehmen am besten alles. Hilf mir mal beim Tragen, Anna. Also, malst du die Tasten an? Kann ich machen. Eine für Cola und eine für Fanta. Wie soll ich das denn malen? Ich kann das nicht. Am besten, wir schneiden die Logos aus einem Prospekt aus. Papa, wir brauchen die Prospekte. Sind die noch in der Zeitung? Ja, was macht ihr denn? Wir basteln was. Ah, schön. Hier, bitte. Danke. Ich habe eine Seite mit Getränken gefunden. Da können wir es ausschneiden. Prima, und jetzt brauchen wir das nur noch aufzukleben. Sieht cool aus, wie echt. Aber der Automat funktioniert doch gar nicht richtig, Lene. Wie bitteschön sollen die Getränke denn herauskommen? Da muss eben jemand in den Automaten und die Getränke rausgeben. Jetzt wähle eine Taste, Anna. Cola. Du darfst doch keine Cola trinken, Anna. Du bist ein Automat, der spricht nicht. Trotzdem, es gibt nur Ärger mit Mama. Menno, das ist gemein. Dann nehme ich Fanta. Okay, das geht. Wo ist denn die Fanta? Ah, hier. Es ist ziemlich dunkel hier drin. In der Sonne kommt man heute ganz schön ins Schwitzen. Ich muss mal etwas trinken. Oh, wir haben gar nichts mehr da. Papa, Getränke bekommst du jetzt aus unserem Automaten. Ah, cool. Das habt ihr also gebastelt? Ja, was möchtest du denn trinken? Ich möchte gerne ein Wasser. Dann musst du hier die Taste für Wasser drücken. Und schon kommt es da raus. Das ist ja ein super Automat. Der funktioniert ja einwandfrei. Wie ihr das nur gemacht habt. Eigentlich muss man in einen Automaten erst Geld einwerfen. Stimmt, das haben wir ja total vergessen. So, ab jetzt gibt es nur Getränke, wenn sie auch bezahlt wurden. Hast du auch schon bei den Kindern ein Getränk geholt? Nein, haben sie eine Bar eröffnet? Nein, sie haben einen Getränkeautomaten gebaut. Der funktioniert wohl wirklich. Oh toll, das muss ich mir mal anschauen gehen. Wow, das habt ihr aber toll gebastelt. Danke, möchtest du etwas? Ich nehme eine Sprite. Nanu, kommt nichts raus? Nein, ohne Geld kommt nichts raus. Aha, also so funktioniert der Automat. Ja, da muss ich jetzt erst Geld holen. Einen Moment mal. Achtung, ich werfe etwas ein. Dann drücke ich Sprite. Aha, tatsächlich. Da kommt sie auch schon. Cool. Papa hat mir gar nicht erzählt, dass er was bezahlen musste. Er musste auch nicht. Wir haben den Automaten mit ihm getestet und dann optimiert. Wir könnten mit unserem Automaten Geld verdienen, Lena. Das wäre wirklich gut. Ein Automat steht normalerweise dort, wo viele Leute vorbeikommen, damit möglichst viele etwas kaufen. Wir könnten ihn an die Straße stellen. Oh, was ist denn das? Ein Automat, da kann man sich was zu trinken rauslassen. Ich will eine Fanta, Mama. Und ich einen Apfelsaft. Mir auch Saft. Na gut, ich kaufe euch etwas. Toll! Cool. Da ist es herausgekommen.
Ich möchte auch etwas. Gibt es hier auch Kaffee? Nein, nur kalte Getränke. Dann nehme ich eben eine Sprite. So, Geld einwerfen, Taste drücken. Da kommt nichts. Was ist mit meiner Sprite? Huch, da ist ja die Anna drin. Sprite ist ausverkauft. Und was ist mit meinem Geld? Das ist schon im Automaten verschwunden. Was? Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.